Das geschah im ersten Teil von One Night in Flumpties. No! Und so geht's im zweiten weiter. Kommt von links. Kommt von links. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt mit mir, den Thomas und PlayerGeddon. In der heutigen Folge spielen wir One Night at Flumpties 2. In der letzten Woche haben wir wieder ein gruseligeres Spiel gespielt und deswegen spielen wir heute mal wieder ein witzigeres Spiel. Und ich muss zugeben, die Musik ist diesmal wirklich bedrohlicher als im ersten Teil und ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Wir drücken mal einfach Play Game. Oh, Survive Until... Oh, Flumpty, lange nicht mehr gesehen, alter Freund. Okay, wieder der Typ ist da. Wieder diese 1000 Augen. Hä? Charging. Aha. Jetzt habe ich gar keine Ahnung, wie das... ich habe schon mal eins verstanden. Und zwar, wenn wir lange auf die Kamera gucken. Oh, oh. Wenn's? Das haben die auch eingebaut, dass wenn man auf die Nase von Freddy drückt, so ein Piepton kommt. Flumpty hat seinen Zylinder. Okay. Luigi, okay. Oh. Okay, im letzten Teil. Das war nicht so kompliziert wie dieser hier. Hallo? Wo war die Eule? Ach so, die funktioniert also wie Foxy in den Five Nights at Freddy's Teilen. Das ergibt natürlich Sinn. Was mich ein bisschen beunruhigt ist. Wo ist Flumpty? Wo ist Flumpt? Was? Cancel. Was war das? Das würde mich gerne interessieren, was das gerade war. Okay. Wir haben schon bis 1 Uhr morgens überlebt, was mir... Flumpty ist da oben. Okay, und da ist irgend so ein Clown. Oh. Die Eule kam von links. Das haben wir schon mal gut gelöst. Okay. Das haben wir auch schon mal gut gelöst. Alter. Ich muss sagen... Ich muss sagen, die Spielmechanik in dem Spiel ist mega geil. Flumpty Bumpty kam da wieder. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Die dürfen uns also nicht angucken, wie ich sehe. Oh, Cancel. Ich glaube, irgendwie müssen wir auf den Clown aufpassen. Im ersten Teil war es ja so, dass wir auf den Clown aufpassen mussten. Flumpty wird uns auch gefährlich. Ich habe ein neues... Okay. Scheibenkleister, wie soll ich auf die denn aufpassen? Ich habe voll meinen Bildschirm bespuckt, das ist schon mal nicht so schnieke. Ich muss sagen, dieser Teil ist wirklich schwieriger als der erste. Und was ist das da? Das würde mich auch gerne mal interessieren. Ich habe das Gefühl, der Clown kommt irgendwie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Hier ist auch so ein Loch. Aus welchen Gründen auch immer. Kommt von links. Ich dachte, er kommt von links. Oh my goodness. Aber ich habe mich lustig. Weiter geht's. Oh, Flumpty. What are you doing there? Okay, das war schon mal eine richtig geile Platte. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich schwieriger als das erste. Das erste habe ich ja beim ersten Versuch schon bis 5 Uhr morgens geschafft, aber das zweite Spiel hiervon ist mir ein bisschen schwerer.
Ach, Scheibenkleister voll vergessen. Oh, ich liebe solche Spiele, wo geil, so geile Easter Eggs. Ja, Eklan. Ja, Easter Eggs. Passt ja voll ins Thema. Flumpty, du machst mir Angst. Und Luigi, du auch. Luigi sieht nicht so gesund aus auf dem Bild. Können wir uns gleich nochmal angucken. Ich finde die Musik hier entspannt. Die ist so melancholisch. Luigi sieht nicht sehr gesund aus da. Haben wir gerade gesehen. Und Flumpty ist immer noch bei dem Clown. Das trifft sich relativ gut. Können noch andere Dinge hier anklicken? Flumpty hat sich, glaube ich, bewegt, oder? Nee. Oh, jetzt hat sich Flumpty bewegt zur Eule. Ha? Ja, Eule, du hast gedacht, du könntest mich austricksen, was? Aber nicht mit dem Thomas. Cancel. Links, rechts. Ich glaube, Flumpty ist in der Nähe. Ich bin mir mal nicht sicher, ob Flumpty in der Nähe ist. Was? Die Musik klang schon relativ bedrohlich. Flumpty, wo bist du? Ah, okay, der ist da oben. Die Eule steht noch da und wir müssen wieder runtergehen. Okay, das ist wirklich ein richtig geiles Spielprinzip, muss ich sagen. Ist aber viel schwerer als FNAF 2, finde ich zumindest. Das ist jetzt der erste Eindruck. Okay, da ist Dings, da ist da, da. Okay, alles gut. Bis jetzt regeln wir das relativ gut. Wir sind zwar erst bis 2 Uhr morgens vorhin gekommen, glaube ich, aber... besser als nichts. Die Eule konnten wir wieder gut abblocken. Ah, Flumpty kommt näher. Er ist jetzt schon links im Raum. Ich habe das Gefühl, er kommt bedrohlich nah. Ich glaube, gleich kommt der erste Angriff. Deswegen mache ich einfach mal die Kamera aus. Der erste Angriff kommt jetzt. Ich bin mir zu 1000% sicher. Ist zu. Nein! Fuck, ich habe das Licht angeschaltet. Geh weg. Danke. Ich habe irgendwie aus der Reaktion das Licht eingeschaltet und das war nicht so klug, oder? Fuck! Vergessen! Mist! Kacke! Lade, komm! Rette mir mein Leben! Rette mir mein Leben, Mama! Okay, der Clown kommt gleich näher, glaube ich. Wir konnten ihn wieder erfolgreich abwehren. Wir müssen auf den Clown aufpassen. Okay, die Batterie ist voll aufgeladen. Wir können das Licht eigentlich die ganze Zeit auslassen, theoretisch gesehen. Okay, er ist da. Clown da. Flumpty da. Okay, alles gut. Batterie, voll Licht aus. Das klappt schon mal relativ gut. 2 Uhr morgens. Ein Angriff. Mist, der Clown. Ich habe ihn voll vergessen. Go away, bitch. Okay, alles gut. Eule, Clown, 1200, links, rechts, der kranke Luigi, weg hier klicken und laden. Okay, das sage ich auch immer, wenn ich abends vor meinem Handy sitze und ich es auflade. Licht aus. Chillen an. Eule, Clown, Licht aus. Und die Eule ist dagegen geflogen. Ist richtig putzig, wie sie dagegen läuft. Husch. Clown. Kommt gleich wieder. Wir können schon mal eigentlich... Komm. Komm, Clowny. Bam, Junge. Das haben wir super geregelt. 3 Uhr morgens. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir dieses Spiel auch mal. Licht aus. Oh, das ist... Da muss man sich wirklich voll konzentrieren. Hallo? Flumpty? Der andere Typ, der aussieht wie SpongeBob? Nein? Okay. Dann ist alles in Ordnung. Oh oh. Ich glaube, die Eule war weg. Okay. Sie ist wieder dagegen geflogen. Ist irgendwie putzig, wie sie dagegen fliegt. Es ist wieder alles gut. Wir kriegen langsam die Spielemechanik hin. Der Clown kommt gleich wieder. Laden. Zu. Aus. Laptop Battery full.
Der Clown kommt in 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1. Hab ich doch gesagt, also. Ah. Du bist da, du bist da, du bist da, alles gut. Laden, 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 stopp. 3 Uhr morgens bis 4 Uhr ist mindestens mein Ziel. Worauf wir aufpassen müssen, ist immer der Clown und die Eule. Der Rest ist eigentlich egal, sonst können wir das nicht eigentlich die ganze Zeit auslassen. Wenn die Batterie natürlich voll ist, Clown 1300, laden, 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 aus. Wow, das war gut getimed, das war wirklich gut getimed. Okay, geh wieder weg. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass Flamti noch nicht angegriffen hat. Cancel. Aus. Das haben wir wieder gut geregelt. Ich glaube, langsam kommt die Übung. Clown, wie lange? 700 müsste eigentlich klappen. Flamti hat uns bis jetzt noch nicht angegriffen. Das beunruhigt mich schon ein bisschen. Clown 400. Okay, die beiden sind bei der Eule. Das trifft sich relativ gut. Aus. Der Clown kann jetzt kommen in 3, 2, 1. Bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg. Cancel, cancel, cancel. Ups, vent, alles gut. Clown, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Aus. 4 Uhr morgens, es sieht eigentlich relativ gut aus, glaube ich. Vielleicht schaffen wir einmal sogar diese Nacht. Das wäre wirklich... What the fuck is this shit? Wow. Ich musste ganz kurz was... Oh oh. Ich musste ganz kurz das wegcutten, tut mir wirklich leid. Was? Was war das denn? Das war ein Ding, was 5 Milliarden Augen hatte. Ich glaube, das Ding kannten wir nur aus dem ersten Teil. Ich würde dann auch sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich habe es jetzt wirklich ein paar Mal probiert. Das war wirklich vorhin, ich glaube, der 7. Versuch. Ich habe einiges weggecuttet, aber ich schaffe das einfach nicht. Dieses Spiel könnten wir mal streamen. Wenn ihr wollt, dass ich streame, schreibt sie ruhig unten in die Kommentare rein. Damit würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Angegrusel-Folge. Falls ihr weitere Spielevorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.